Na du Komiker, schon mal von den zwei Ziegenböcken gehört? Mach das und ich puste dir deine dämliche Nase aus dem Gesicht. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, diese beiden Viecher begegnen sich an einer schmalen Brücke. Der eine sagt, lass mich vorbei. Worauf der Größere antwortet, ich bin viel stärker als du. Also lass du mich vorbei. Und weißt du, was die beiden dann gemacht haben? Lass mich raten, Boxspringen? Verdammt nochmal, willst du mich eigentlich verarschen? Der Größere hat den Kleineren einfach ins Wasser geworfen. So sieht's aus und jetzt gib mir den verdammten Koffer. Wow, wow, was soll der ganze Auftritt? So ein Clown wie du wirst du doch eh nichts, was er mit dem ganzen Geld anfangen soll. Sag mal, hältst du das alles nur für einen Scherz oder was? Ich halte dir eine Waffe ins Gesicht und du leckst auch noch dran. Sag mal, kennst du eigentlich die Geschichte von dem Mann, der einfach in der Bank reingegangen ist und sich das Geld einfach geben lassen hat? Frag dann den Typen neben sich. Hast du gesehen, wie ich diese Bank überfallen habe? Und der meint dann, ja. Und der Typ erschießt ihn knallhart. Frag dann den Nächsten, hast du gesehen, wie ich diese Bank überfallen habe? Und dann, der Typ, nein. Aber meine Ehefrau hat's gesehen.